Bonjour. Tote Insel. Krischen. Si. Freddy. Und der andere Freddy hinter Krischen. Hola. Ja. Der. Ich fühle ihn. Wir haben keine Ahnung, was wir gemacht haben, weil wir schon wieder ein, zwei Tage nicht gespielt haben. Yep. Ich kann nicht umfahren. Uh-oh. Ich muss das Quick-Event schaffen. Ja. Ich werde nicht anhalten. Ich gebe mir Mühe. Okay, es hat geklappt. Aua. Ich mach dir irgendwie nur einen Schaden. Au. Nicht schlagen. Oder Zombie. Ja. Oh, ich kann dir voll unter den Rock gucken. What the fuck hast du da drin? Wieso? Das sieht nicht so aus. Nein, du trägst, wie es aussieht, keine Unterwäsche. Aber da ist weder Vagina noch Penis. Du bist eine Eigenkreation. Ja, geil. Genau, gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt hier und da oben ist auch ein Boot. Keine Ahnung warum. Und wir sollen hier hin. Also, ich weiß nicht, warum ist der Marker da oben, wenn wir da nicht mit dem Boot hinfahren können, weil da halt Weg ist. Keine Ahnung. Ja. Gucken wir mal kurz auf Team, weil wir haben eine neue Harlow-Quest. Bastelbewerb für Harlow. Drei Teile Metallschrott. Okay, könnten wir schon haben. Ich denke auch. Was sagt die Quest? Die Quest sagt, wir sollen zurückgehen. Okay, ich sag's auch, wenn wir es nicht fertig haben. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Boot nochmal zurück und reden mit den Leuten. Ja, reden klingt immer gut. Ich finde das immer noch faszinierend. Das ist das so ein komisches. So ein Riss in deinem Player-Model, was sich zwischen deinen Beinen befindet. Und ich möchte kurz betont haben, dass das absolut Hautfarbe ist, also es ist absolut klar, dass du keine Unterwäsche trägst. Das ist eine bewusste und gewollte Entscheidung von den Entwicklern gewesen. Oh, da ist irgendwas explodiert. Ja. Verstehe ich. Schon? Ich glaube ja, ne? Dass mein Char noch nicht explodiert ist, nachdem er die Konstante oder den Rock guckt, ne? Also auf die andere Art explodiert. So Boomer-mäßig? Ja, genau, exakt das. Okay, wenn ich die Frontalramme platzen, nee, gefühlt, aber auch nicht immer. Ja, der zum Beispiel nicht. Der ist geplatzt. Ach du Wichser. Mir war es andersrum. Bonk. Okay, ich bin langsam. Warum bist du da gerade einfach random langsam geworden? Ja, neben den Leuten hier. Also, ich werde hier einfach langsam. Ist da vielleicht eine 30er-Zone? Das kann natürlich sein. Ich habe mal kurz auf die Karte. Hier ist noch ein Boot übrigens. Also ich weiß noch nicht, das ganze Level ist einfach ganz komisch. Weißt du, wir finden hier ein Boot, bauen das zusammen, plötzlich spawnen überall anders auf der Karte Autos. Ja, natürlich, klar, Fahrzeuge bedingen Fahrzeuge. Und wenn Fahrzeuge gefunden werden, dann werden andere Fahrzeuge geboren. Aha. Einfach normales Leben halt, ne? Das macht natürlich Sinn. Ich muss mir gerade so ein bisschen orientieren, wo wir langfahren müssen. Aber ich muss sagen, bisher gefällt mir Riptide nicht so gut wie der erste Teil. Ja, dem kann ich zustimmen. Also, hauptsächlich, weil es komplett beschissen läuft. Ja. Also, crashmäßig, nicht einfach so. Sind wir schon da? Aber ich bin direkt möglich. Oh, ich renn mal eben zu dir. F, ich kann, du bist unter Wasser, ich kann nicht F drücken. Ja, nice, gutes Spiel. Ah! Okay, wir sind nicht direkt da, wo ich. Junge, was ist denn los? Kleine Horde. Meine Rage anmachen, aber es ging nicht, weil ich. Es gibt ja Rage! Glaubst du, du hast Rage in beiden Spielen bisher einmal effektiv benutzt? Ja, das dürfte hinkommen. Gut. Hier ist dieser komische. War es ein Franzose, der uns erst verarschen wollte? Ja, ja, bonjour. So Schusswaffen? Nein, ich so nicht Schusswaffen. 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 Genau. Der kriegt erstmal auf die Fresse hier. Und mit Fresse meinen auf die Fresse bekommen, ich gebe ihm Geld. Für. Hab ich irgendwelche Sachen, die ich verkaufen kann? Großmedikits. Ah, Medikits, das ist eine Idee. Davon habe ich erstmal noch genug. Also ich hätte noch ein paar große gekauft. Ich habe nämlich nur 10 große und 30 mittlere, aber ja. Dann würde ich sagen, rennen wir einfach den Weg zurück. Ich glaube, das ist schnell mit dem dummen Nutzer. Ja, also abseits von den Performance-Problemen mit dem Spiel ist das Spiel allgemein einfach
ich mag das Level nicht. Also ja, irgendwas ist da ein bisschen... Ist so ein bisschen wie, als hätten sie nach dem ersten Spiel eigentlich schon fertig gehabt und dann haben sie doch nochmal was angehängt, weil es so gut lief oder so. Da wirkt halt einfach so wie so ein großer DLC, finde ich. Also, als soll das jetzt nicht auch irgendein Level werden. Also, quasi nein. Also, das ist eigentlich ein direktes Follow-up. Wow. Also, ein Follow-up, aber halt auch ein... Meine Fresse, heilen, kurz H drücken. Ein Standalone ist es ja auch. Ah ja, stimmt, das steht allein. Aui! Ja, und ich verstehe halt nicht, warum die Serbe hier so gefühlt drei Wege ist und der Rest ist halt Wasser? Ja, die wollten die Wasserphysik zeigen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wirklich keine Ahnung. Dann halt noch, dass alle Gebiete, also alle, ich sag mal Bossgebiete, alles so kleine Instanzen sind. Das also, ist so nervig. Ja, es ist einfach so, warum? Das war halt im Hauptspiel gar nicht so. Warum muss man das hier einführen? Das weiß keiner. Vielleicht wissen das nicht mal die Benutzer, sag ich schon. Die wissen das sicherlich nicht. Ja, die eh nicht. Die Devs. Genau. Ich glaube, es ist ein Auto, ne? Was ist denn das hier? Ey, nein, nicht aufstehen. Arschloch, Ladies. Warte mal, ein Auto hast du gesagt. Ja, ein Kraftfahrzeug. Oder ein Pickup Truck. Pickup Truck dürfte ein kräftiges Fahrzeug sein, also ein Kraftfahrzeug. Kommt doch hin. Steige ich halt hinten ein. Nice. Hinten einsteigen ist immer gut. Obwohl, in manchen Fällen vielleicht nicht. Da hätte Jin uns sicher mehr zu sagen können. Ja, hier steht übrigens auch ein Boot mittlerweile. Hat sich übrigens richtig gelohnt, wir sind schon da. Ich dachte, das ist noch ein bisschen weiter. Oh, geil. Und ich habe den Zombie nicht umgefahren. Der ist gerade über den Motor geglitscht. Hallo. Tschüss. So, auf. Ach, da ist ja noch einer am Leben. Gewesen. Nee, oh, nee, da ist noch einer. Herrgott. Oh. Das war ein schöner Sprung. Okay, gibt's hier noch irgendwie Loot? Ja, aber nichts Wichtiges an Energy. Okay. Nehmen wir uns den mal. Geld nehmen wir auch mal mit. Paradise Survival Camp. Hey yo, let's do it together! Hey yo, let's do it together! Okay. Oder können wir das jetzt abgeben? Weil ich habe halt überall die Marker dafür. Schauen wir mal, ne? Ich hab anscheinend 7 Klammern. Hallo Logan. Stockbombe. Okay. Dann. Ach, Schock, Harlo, nicht Stock. Du kriegst. Okay, von dir krieg ich starken Schilliger. Achso, und das war von das Loot. Ein Bauplan. Und da drin war die Dame, die sowieso, also wo wir unsere immer abgeben Quest haben. Aber ist da noch was? Nee. Jetzt haben wir eine neue Quest von Logan für die nächste Waffenstufe. Dafür brauchen wir 3 Rollen Schwerlastklebeband. Hier starte ich schon mal. Und für Harlo haben wir auch noch eine neue Quest. Dafür brauchen wir 7 Stahlrouten. Und wir kriegen dafür den Bauplan Tesla. Können wir uns ein neues Elektroauto bauen. Auch nicht schlecht. Haben wir die vielleicht? Warte, was war das? Mhm. 3 Rollen Schwerlastklebeband und 7 Stahlrouten. Inventar, gucken wir mal. Das war ja bei... Das sieht geil aus. Ganz weird, Alter. Ich dachte, Schwerlastklebeband hätte ich gehabt, aber ich sehe es gerade nicht. Also ich dachte, es wäre ein blauer Gegenstand oder so. Hast du Schwerlastklebeband? Lass mich mal gucken. Sagen wir Stahlrouten. Ich meine, davon habe ich aber welche gehabt. Bei Modifizierung ist das, ne? Ja. Wie heißt das nochmal? Stahlroute einmal oder Schwerlastklebeband. Das sollte blau sein, meine ich. Ich habe 2-mal Schwerlastklebeband blau. Ich hab's leider nicht. Und ich hab 3-mal Aluminiumrohr. Ich kann dir das droppen oder ja, aber besser handeln. Ja, aber du brauchst ja 3-mal. Ah, 3-mal. Ficken. Genau. Und Stahlrouten. Die sind weiß. Stahlrouten. Oh ja, ich hab eine Stahlroute. Wir brauchen 7, oder? Ah. Ah, ich guck nochmal kurz. Wir brauchen 7, ja, und ich hab eine. Okay. Ich hab 5. Das heißt, du hast eine. Ah! Es fehlt in beiden Fällen 1! Ah! Aber du wolltest die Signalkugel-Ding, ne? Ich nehme die gerne. So ist nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das droppe, muss ich sagen. Ich glaube, es geht gar nicht, weil die Munition ist. Das weiß ich auch nicht. Das kann sein.
Das heißt, wir müssen jetzt noch ein Schwerlastkleber finden, eine Stahlrute und Rochenschwänze. Rochenschwänze bisher noch gar nicht. Hm. Stahlrute, Rochenschwänze, was sind denn das für Sachen, die wir denen geben müssen? Das weiß ich auch nicht. Feuerzeug, glaube ich, möchte gerne Stahlrute haben. Okay, dann haben wir jetzt nur die Hauptaufgabe gerade zu machen. Ich glaube, diese Quests ziehen sich auch noch so bis zum Ende des Spiels weiter, weil das halt so... God damn. Dauerquests sind? Nicht Dauerquests, das also sind ja drei Stück, aber die sind halt die ganze Zeit verfügbar, weil man damit halt das Level verbessert. Nicht das Level, das Camp verbessert oder so. Hm. Oh, das war nicht die beste Idee, einfach einzusteigen. Ja, wieso? Fucking Viecher. Ja, ich dachte auch so, du bist ja einzusteigen, bin eingestiegen. Ich bin ins falsche Auto eingestiegen. Ja, ich bin zum anderen gerannt, weil ich dachte, ich nehme den nicht, den muss ich wenden, aber jetzt muss ich ja sowieso wenden, weil... Beide stehen so. Nee, weil ich dich ja noch dann abgeholt habe. Ach, perfekt. Also, das heißt, da bist du extra... Okay, ja, nice. Ja, der stand ja schon richtig in Fahrtrichtung, deshalb wollte ich halt in den einsteigen. Understandable. Ich guck mal gerade kurz, auf welcher Stufe ich bin. 48, geil. Ich kann den richtig geilen Flansch-Streitkolben in einem Level verwenden. Ist Level 50 hier eigentlich Hard Cap oder gibt es überhaupt einen Hard Cap? Ich glaube, es gibt hier mehr, weil das Hard Cap in Teil 1 war, glaube ich, 50, wenn ich mich recht entsinne. Oh. Das klingt doch gut. Das klingt doch lecker. Oh. Wollen wir kurz mal noch gucken, ob wir was an Loot finden? Ich hab gehofft, hier gibt's vielleicht was. Ich weiß nicht, wo wir diese ganze Loot suchen. Oh, oder? Aufstieg! Geil! Ich kann jetzt in einen Fleischstreikholben ausrüsten. Aber erstmal irgendwas aufleveln. Welches Level? Ich bin übrigens 51, also 50 ist nicht das Hardcap auf jeden Fall. Das gibt okay. Nicht. Es gibt schon mal 51 Level und ich level halt immer noch weiter gefühlt, also von daher. Hm. Das ist nur Geld, das ist nur Geld. Das ist eine Klinge. 960, 917, 1000. Richtschön. Da konnte ich nicht looten gehen, oder? Dann muss ich die hier ersetzen durch den Pflanzstall. Papa. Au. Hier. So, das hier kann weg. Das hier kann wahrscheinlich auch weg. Der nicht. Oh, das ist ja auch gut. Oh, shit. Oh, jetzt muss ich ja wieder durchgehen. Oh. Und Arm dran. So, das gemacht. 60, 60. Hier gibt es weniger Glut, als ich erwartet habe. Ah. Kleberdraht. Den kann ich ersetzen. Okay, durch den. Nein, den. Hier. Ist immer noch böser Zombie. Ah, der kann auch weg. Noch mehr da. Okay, okay. Wir sind da. So, ich bin jetzt wieder ausgerüstet. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach das Kraftfahrzeug, was hier nicht blockiert ist. Okay. Ja, ich steige einfach überall ein, wo du einsteigst. Wichtig. Einfach mal bei Fremden einsteigen. Immer. Immer. Also wenn man sexuelle Erfahrungen sammeln möchte, dann ist das immer gut. Ja. Gut. Ah, hier ist doch das andockt geheime Erfahrungen. Oh ja, ja. Und, ist es schon gecrashed? Ist ja noch nicht. Schade. Ja. Lenk doch Auto, ich habe gestern rechts gelenkt. Ich hab das Auto halt nicht interessiert, ne? Da ist was rot. Warte aufs Anspiel vor, okay. I guess we won't be going this way. Mensch. Hermsen. Damn, so close. Ja, das stimmt. Okay. Schön mal. Und bei mir ist er die. God damn. Geh nach Halal. Da waren wir doch. Also, nach Halal? Ja, nach Halal. Ich verstehe halt das Spiel nicht. Das Spiel hat uns gesagt, geh hier mit dem Auto hin. Nee, sorry. Wirklich? Geh hier mit dem Boot hin und
guck, wie du hier weiterkommst. Aber hier war kein Bootsweg hin. Wir sind hier mit dem Auto hingefahren. Ja. Korrekt. Ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht verbuggt ist und man eigentlich gar nicht durch das Wasser gehen sollte und man das eigentlich nur mit dem Boot machen soll, weil wir sind einfach durch Wasser gelaufen die ganze Zeit. Ja. Ne? Vielleicht ist es auch einfach schlecht durchgeplant. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Wir können das Forschungslabor gehen. Das ist nämlich da. Können wir das, though? Später auf jeden Fall, aber wir haben eine Quest, dass wir da reingehen sollen. Also irgendwie werden wir da reinkommen, aber wahrscheinlich erst mit einer Quest oder so. Wir können uns auch reinbuggen. So ist nicht, ne? Oder wollen wir das? Wollen wir das SCP uns findet? Ah, ja, okay, das ist ein gutes Argument, ja. Oder wollen wir, dass ein SCP dich findet? Weil ich finde das SCP. Ja. Aber die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Findest du zuerst das SCP und erst dann mich oder andersrum? Willst du es wirklich wissen? Nein, eigentlich nicht. Maybe there's something in here. Wait, eigentlich doch. Inventar voll. Ja, mittlerweile echt lange. Junge. Habt ihr vielleicht Schwellerskleber für mich hier oder Stahlruten? Keine? Stahlruten. Zwei noch? Was keine? Ist hier? Wo ist eigentlich das, oder was ist das hier? Der Typ liegt auch überall rum, Alter. Der auch, glaube ich. Hier können wir theoretisch runter, oder? Ja. Aber hier waren wir schon, meine ich, oder? Doch, da haben wir das Boot hergeholt. Ich bin nicht so ganz... Okay, wir sollen auf jeden Fall nach Halai und da waren ja diese Leute, die uns nicht mit uns reden wollten. Da waren Leute, die nicht mit uns reden, das kann sein. Willst du einen schweren Hammer haben? Nee, danke. Passt schon. I'm good. Davon ab habe ich schon einen schweren Hammer. Ich habe ihn momentan sogar ausgerüstet. Oder? Willst du noch einen? Nee, ein großer Baseballschläger, never mind. Oh, hier ist ein Boomer. Okay. Ich glaube, du bist gestorben. Oder in Chart so geschrieben. What? Oh hey, ich kann reparieren. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Seife, Seife, was ist Seife? Ja, wahrlich. Was ist Seife? Ich verwende diese auch nicht. Nein, ich will das Radio nicht anstellen. Ich will die Seife nehmen. Danke. Seife. Macht da irgendwas. Ja. Irgendein Äffchen wahrscheinlich. Ein ganz komisches Äffchen. Du hängst auch nur so rum, oder? Ja. Vielleicht so ein Zombie-Äffchen. Okay, da sollten wir nicht hin. Ein Craft-Fahrzeugchen, das steht ja oben. Ich würde sagen, wir laufen auf die Strecke lang und nehmen uns das nächste Kfz, was wir finden. Klingt gut. You are dead, bitch. Oh ja, du hast ja eine Kettensäge. Wo? Flüssigkeit. Hier drunter sind wir mit dem Boot lang gefahren, meine ich. Sagt mir auch was. Hier ist die Crashstelle. Da sind gerade die Zombies gespawnt. Ich habe sie vom Himmel fallen sehen. Vom Himmel war. Okay. Also nicht vom Himmel, Himmel, aber halt so irgendwie aus einem Meter, Meter Höhe oder sowas. Die wurden von Gott entsandt. Quasi. Wenn du mit Gott den Game Master meinst. Wo ist der Unterschied? Der eine ist imaginär und der andere auch. Ja, genau. Ja, siehst du. Unterschied genannt, Problem gelöst. Okay. Ich sehe nicht, ich bin blind. Ich muss mehr glauben. Ein Dreieck. Das ist ein Kraftfahrzeug. Ich würde sagen, Kraftfahrzeug nehmen. Und nach Halai fahren. Halal. Das auch? Da kommt das ganze Essen her, was die Muslime essen dürfen. Zombies? Ich meinte jetzt eigentlich Halal, aber... Ne, die kommen aus Zombies, also die... Ich meine, fairerweise, das würde hier Sinn machen. Also wird es das wohl auch sein. Ja, muss es ja irgendwie.
hat auch noch gleichzeitig eine lehrende Wirkung, das Spiel. Oh ja, da ist auch über ungefähr einen Meter. Was war das für ein Move, ey? Ich verstehe. Ziemlich nicer. Ich will auch. Yes! Oh. Auf die Schnauze, du Fotze. Da haben wir ein bisschen Geld. Geld, 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 Geld. Lass uns Geld stehlen. Geld stehlen. Den Ort kennen wir auch schon gut hier. Also. Besonders noch ein Ort hier am Ende, also des Ortes, wo ja wir rausgekommen sind. Hm. Wo wir uns festgemacht haben quasi. Ja, das war irgendwo da drüben, glaube ich. Sehr angenehm. Besonders wenn danach das Spiel einfach nicht mehr funktioniert, weil mein VC-Release sich denkt, nü. Ja. Okay, ich habe 1000 Achievement-Fortschritt bekommen. Ich habe auch... Bonjour, Jackson. Ja. Hallo. Markus Villa. Nach dem sind die Gebäude genannt. Ja. There's one brother who might be able to help you, but he's been gone for ages. We don't even know if he's still alive. Shame too, because he meant a lot to the people here. Saved a lot of souls. He's a missionary named Marcus Villa. He's not local, but he knows the island like the back of his hand. Anyway, when we ran out of food, he went to fetch some from a store not far from him. That whole area was overrun early on, though. So like I said, he could be dead. Oggy. Okay. Auch interessant, dass Xi Jinping sich prostituiert. Wieso? Naja, sie hat ihm Hilfe angeboten. Okay. Such nach dem Missionar. Wenn eine Frau einem Mann Hilfe anbietet, dann ist es im Normalfall, sich zu erleichtern. The fuck? typisches Gesetz. In Bayern oder was? Hä? Weltweit. Okay. Ich bin nicht verstehend, aber ich glaube, ich will es nicht verstehen. Deshalb gibt es auch keine Vergewaltigungen, sondern nur nicht eingelöste Hilfsangebote. Natürlich. Ja. Bedenklich, dass manche Leute das ernst nehmen könnten. Da war eine Stahlrute! Ich habe auch eine. Hi. Ich glaube, du hast sie auch. Also, ich glaube, du hast sie vor mir geschnappt gehabt, aber ist ja egal. Hauptsache, wir haben die Stahlrute. Haben die auch mir immer weh zu tun? Nein. Das sind Männer und du bist eine Frau. Das ist festgeschrieben. Achso, okay. Dann kannst du mir deine Stahlrute geben. Ja, ich muss mal kurz den hier wegschmeißen, oder? Ja, fallen lassen. Und dann machen wir das sicherheitshalber überhandeln. Ich habe mich gerade um 180 Grad gedreht, guck das Dach an, anstatt dich. Geil. Stahlrute abgeben. Habe ich? Ja, ich kann dir auch direkt die anderen da noch geben zur Sicherheit. Hier die Schwerlastklebebänder. Okay. Nehme ich auch einen Halbleiter mit. Halbleiter nehme ich auch, den brauche ich nicht. Ja, den wollte ich zwar jetzt eigentlich gar nicht, aber ist ja wurscht, ne? Ja. Den werde ich ein ganz wichtiger Items packen, den ich dir nicht gebe. Perfekt. So nicht anders. Ah, Moment mal, hier sollten wir doch irgendwo. Ne, Moment, hier ist der komische Bereich, wo wir die Zombies nicht töten konnten, weil wir nicht wussten, wo es hingeht. Und jetzt geht hier die Tür auf. Okay, ich bin verstehen. Und hier ist wahrscheinlich auch so ein Bossfight-Raum. Entschuldige. Lady like mal wieder unterwegs. Ja. Oh oh. So, meine Rage ist noch nicht wieder voll. Leider. Das Medikit, brauchst du noch mit das Medikit? Ja. Weil das liegt ja auf der Kette. Ich hab wieder belegen können. Dran Morgenstern. Motorteile. Rochenschwänzbomben noch. Oh ja, stimmt. Sehr sexuell dieses Spiel. Entschuldige. Oh, hier ist einer von den ganz Bösen. Oh, das Bein habe ich abgetreten. Na, ihr Fotzen. Na, jetzt bin ich erstmal. Oh, ich drück mal F. Ja, du bist im Wasser und hier kann ich aber F drücken. I don't get it.
Oh! Oh, das ist ein großer Schlechter. Das ist zum Glück immer noch an. Oh, gut, dann werden wir uns mal nicht beschweren, oder? Oh, hab ich ja genommen. Ich wollte gucken, was das überhaupt ist. Der Bolo-Machete. Mhm. Dann reden wir erstmal mit Markus Villa. Ja. Die Götter! Excuse me, are you Marcus? Ah, si, si. Marcus Villa is my name. And to whom do I owe my eternal gratitude? Dan Mai. My name is Chien Mei. Chien Mei, Valentine. I was told you know the way to Henderson. Henderson? Yes, yes, of course I know the way. He knows the way. He knows the way. What if they beat you? Weren't you afraid? No, I'm immune, so I can't become infected. That's why I'm out here. Remarkable. Truly remarkable. Are you the only one who is immune? Nee, ich auch. Sein Bier auch. There are five of us. We've taken shelter in Paradise, survival camp. Paradise? Yes, I know where that is. You are truly a blessing from the goats. Amazing. Ja, dann dank mal Dreieck. I need to ask you for one more favor, however. Oder Tupac. Just one. Oder Tupac. My flock will survive this, for they are blessed people. Man can do nothing to us. Now, there is a place where we keep our provisions, but it is overrun with the infected. Bring them to me, and I will tell you how to get to Henderson. Agi. Oder wir bringen die Scheiße aus dir raus. Das können wir auch machen. Bring ja. Good stuff. Bring me the goods. Lass mich raten, es ist genau da, wo wir das letzte Mal waren. Ja, es ist genau da, wo wir das letzte Mal festgebackt haben. Perfekt. Perfekt. Hier sind Supplies, bra. Willst du die nicht lieber mitnehmen? Nö. Möchte gar nicht. Okay, wir haben jetzt übrigens hier den ersten Schlechter-Zombie. Hast du auch schon angemerkt? Stimmt, ja. Hier jetzt in Ruhe nochmal anmerken, dass der hier war. Und meine Rage hält mittlerweile so lange an, dass ich tot auf dem Boden liegen kann. Dann heilst du mich und ich stehe dann auf und immer noch Rage. Obwohl ich ja schon vorher die Zombies totgeprügelt habe damit. Perfekt. So wie in echt. Und hier oben dürften wir jetzt ja auch rein. Das ging ja vorher auch nicht. Oh ja, stimmt, stimmt. Ein Snack. Und ich muss noch skillen da. Ach, hast du upgrade jetzt mal. Hast du mir wahrscheinlich schon wieder drei Level voraus oder so. Weißt du, wer bist du? Das ist eine gute Frage. Ich bin Level 49. Dann ja, dann bin ich die drei Level voraus. Literally. Ja, ich bin Level 52 geworden. God damn. Was wollte ich eigentlich als nächstes skillen? Ich glaube, die waren alle irgendwie relativ nutzlos. Ja, kommt hin. Was war hier? Kritische Kills erzeugen mehr Wut. Hm, warum nicht, ne? Ja, Rage immer gut. Als bei Raserei nicht niedergeschlagen werden. Heißt das, dass ich einfach nicht umgemeldet werden kann, dass ich auch nicht sterben kann? Ich hätte jetzt... Geschwindigkeit, das ist cool. Erzähl. Ja. Ich hätte jetzt vermutet, dass du einfach noch nicht umgemeldet werden kannst. Ja. Dann mache ich erstmal hier, dass ich schneller bei Raserei bin, weil ich mag es, wenn ich schneller werde. Hier ist noch eine Frucht. Speed. I am fucking speed. Raffensbrechen. War hier noch was an Loot oder sowas? Und wie gut ist Speed im Bett? Weiß ich nicht, wieso. Müsstest du doch wissen. You are fucking speed. Ach so. Hm. Das verstehe ich soweit nicht. Perfekt. Das ist mir nicht geläufig. Genau. Hier gibt es noch ein bisschen mehr Loot. Okay, wir haben eine neue Teamaufgabe, sehe ich auch gerade. Warum auch immer. Für Sam Hardy. Drei Gewichte, damit er unser Team besser unterstützen kann. Haben wir die? Ich guck mal eben, ob ich was hab. Also ja, mir wird's markiert, also ich habe drei Gewichte, also die kann ich ihm geben. Ah ja, dann. Das dann ist eh wurscht. Ich wollte gerade Magus töten hier. Ja, richtig so. Magus Söder oder wie der heißt. Ja, Magus. Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Der Gottkaiser. Das ist eine gute Frage, ich weiß es auch nicht. Was, Dr. Kamdans? Ich habe gar keinen Faden, den ich verlieren könnte. Genau, ich wollte sagen, bei den Quests ist es immer so, dass man irgendwie erst wenige von grauen Gegenständen suchen muss, oder manchmal sind es auch viele. Dann muss man irgendwie immer so 7 oder 6 Stück finden von irgendwas, die können dann grün sein oder auch grau. Und dann hat man meistens mal 3 von den seltenen, also von den blauen, den Leuten bringen muss für die Aufgaben. Da ist ein Muster. Ich sehe es zwar nicht, aber bestimmt gibt es da eins. Hm. Muster gibt es eigentlich auch gar nicht.
Ach so, ja, das erklärt Dinge. Ja. Also jetzt dürfen wir da rein oder was? Anscheinend. Aber ich habe noch Magus noch gar nicht geholt. You are Ach fucking so. Dead. Ach so. Ah. So. Stabile Clowns. Wir dürfen jetzt rein, weil wir mussten Magus gar nicht hier hinholen. Also das, was wir jetzt für Magus machen, ist halt, dass wir ihm helfen und er uns dann nach Henderson bringt oder uns sagt, wie wir nach Henderson kommen. Ah, und ja, ja. Die lassen uns hier uns rein, weil wir Magus halt schon geholfen haben. Also das erste Mal, dass wir ihn gerettet haben. Ja, der Gottkaiser gibt die Befehle. Ja. Der Gottkaiser mag keine lustigen Zigaretten. So Kiffgras-Dinger? Ja. Okay. Einen sogenannten Bubatz? Wahrlich, ja. Wir sollten mal auf die Zeit gucken, ne? Da hast du wohl recht. Nachdem ich dran bin, hoffe ich dann an der Stelle, euch hat der Part gefallen. Man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part. Haut da rein, Leute. Tschüss. Tschüss.